Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Tag mit Finch. Hi. Es ist 7 Uhr. 7.30 Uhr, viel zu früh. Ja, aber dein Album kommt raus. Ich bin einfach nur da. Ist schon draußen. Ja? Trotzdem viel zu früh. Was steht heute an? Wir gehen jetzt zum Radiosender, Frühstücksdings hier. Jam FM. Ja, so. Und dann verbringen wir einen schönen Tag. Plus du hast heute, obwohl Corona ist, noch einen fetten Auftritt. Bei mir. Ach so, im Kiosk. Ja, in deinem Kiosk. Ja. Scheiße, habe ich schon verdrängt, Alter. Ja, das wird super. 4, 3, 2, 1. Let's go! Ich habe direkt die erste Frage. Warum hast du mittlerweile diese Optik? Ich habe letztens was gesehen, da sahst du so gefährlich aus. Kurze Haare, spitze Union-Trikot und jetzt siehst du aus wie ein Balou der Bär. Nö, ich sehe jetzt nicht aus wie Balou der Bär, aber ich bin jetzt halt so ein bisschen mehr so auf Daddy-Style, weißt du? Du siehst aus wie die dicke, behaarte Version von Ron. Ich bin nicht dick, ich habe übelst abgenommen in Kolumbien. Fick dich, ich möchte das abbrechen jetzt. Timo ist übrigens nicht der beste Fahrer. Oh, ich merke schon mal. Dass wir mal unterwegs sind. Das ist ein unglaubliches Ding, wa? Unglaublich, weil was viele ja nicht wissen, ich hatte dich ja schon mal im Video aus Versehen. Hinter mir stehen die besten Zivilpolizisten aller Zeiten. Da wusste ich nicht, was für ein Star du bist. Vor meiner großen, vor der großen Karriere, bevor ich ein Superstar wurde. Ja, aber da warst du schon bei Rap am Mittwoch. Da war ich schon bei Rap am Mittwoch. Sonst hätten mich die Bullen ja nicht erkannt. Die Bullen haben mich ja da voll gequatscht. Ich mag die Polizei. Ich sag jetzt Bullen so, wisst ihr? Gibt ja auch Bullen, korrekt. Ey. Gibt ja korrekte, aber die waren auch korrekt so, aber es gibt so halt auch andere. Also ich fand ja, du sahst da aus wie ein typischer Zivi, deswegen habe ich dich so genannt. Digga, ich hatte ein Rudi Völler Trikot an. Ja genau, wenn ich Polizist wäre, Bayern Fanmeile, würde ich mir ein Rudi Völler Trikot anziehen. Wie oft bist du denn eigentlich schon festgenommen worden bei deinen Union? Nur einmal erst. Stadionverbot gehabt? Nein, warum denn? Für warte. Weiß ich doch nicht, weil du die, Nein, einmal war das erste, da habe ich letzte Foto gepostet. Einmal festgenommen worden wegen, Landfriedensbruch, war aber Quatsch eigentlich. Bist du Wulesimikat? Nein. Nein, ich bin doch keine Szene. Weiß ich doch nicht. Bin einfach nur eine Kutte, die zum Fußball geht. Du bist, naja. Ich würde sagen, was viele nicht wissen, wir gehen relativ oft durch Zufall ins Kino, weil es immer gute Events gibt. Ja, danke Aaron dafür auf jeden Fall. Demnächst ist wieder ein Kino-Event und da kommt wahrscheinlich auch jemand, mit dem du gerade nicht so magst. Oh nee, ich hab's schon gesagt, ich hab ihn schon bei FIFA verkauft, Alter, bei Foot. Ich hab gesagt, den kannst du in irgendein Team reinstecken, und 76er Team ist mir scheiße, ja, seine Karte. Finch ist ein bisschen sauer auf Max, weil er bei Union weggegangen ist. Den brauchen wir jetzt nicht ausdiskutieren, weil das überflüssig. Ja? Wenn die Kids so was abfeiern und sich dann aber wieder ordentlich einen Fußball wünschen, dann brauchen sie nicht wundern, wenn es nur eine kaputte Vereine gibt wie Paris Saint-Germain und Co. Brauchen sie sich einfach nicht wundern, wenn ihre Spieler einfach, wenn du auf das Wort eines Mannes oder Wort eines Spielers nichts mehr zählen kannst. Ist einfach so. Ist doch kein Wunder. Guckt doch keiner mehr Fußball-Bundesliga. Interessiert sie da. Geht lieber zur dritten Liga zu mappen und guckt mir das an. Schön, du hattest recht. Das Thema bringt richtig Stimmung. Ich hatte überlegt, ob ich dir noch ein Trikot von Wolfsburg mit der Nummer 9 mitbringe. Vor der Kamera verbrannt. Wahrscheinlich hätten die Wolfsburg-Leute mich dann gehasst oder so. Aber ist halt so, wisst ihr, es gibt halt Lachen, die sind lustig, die kann man Spaß mitmachen. Das ist halt nicht cool. Einfach, das ist mehr als schlimmer als Fremdgehen für mich. So, das ist jetzt so, das ist einfach verarschen. Ist so illoyal vom Kumpel und verarscht worden sein. So. Seit wann bist du ein Union-Fan? Das hat er damit nichts zu tun. Nee, mich würde mal interessieren, weil ich habe ja früher an der Shell-Tankstelle neben Union gearbeitet. Ja, hast du mir schon 80.000 Mal erzählt. Genau, und die Fans haben ja uns immer beklaut. Und ich wollte jetzt einfach rauskriegen, ob du dabei warst. Nein, ich war nicht dabei. Wenn du auf Konzerte fährst und alles drumherum, nimmst du Sicherheitsleute mit? Du willst hier meine Lücken aufstellen, sodass die Leute mich abfacken können. Nein, gar nicht. Sag bloß, der Junge hier, ich weiß nicht, vielleicht kann er Karate, er sieht nicht so aus. Ja, na, aber das ist ja die Sache, dass die Leute, die nach, also bei mir würdest du nie sehen, wer kann sich wehren und wer kann sich nicht wehren. Und das ist ja das Beste. Kannst du dich wehren? Also mir bringt es ja, ich denke schon, dass ich mich wehren kann. Hast du dich schon mal gewehrt? Was sind denn das für Sprachen? Natürlich, die Leute so. Ja, die Leute sind nur heiß und wollen nur geile, aber hat er sich geklopft? Finch klopft sich. Oh, ja, Finch, erzähl doch mal, wie du mal. Ich habe mich zweimal in meinem Leben geprügelt, einmal in der Schule, danach war mein Pulli voller Nasenblut. Und einmal bei so einem Dorffest. Mein Pulli war auch schon mal voller Blut, aber... Nicht von deinem. Tageblut. Ja, siehst du, das willst du nämlich drin haben. Nicht drin haben, das ist nämlich meins. Das ist meins. Das kommt natürlich rein. Ja, man hat sich schon mal geprügelt. Ich bin jetzt aber auch nicht stolz drauf, weil ich finde es nicht geil, aber... ich provoziere halt gerne, klar, so eine Sachen, aber nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt irgendwo hin und schlag Leute. Also, das finde ich sinnlos. Ist Quatsch. Aber wenn man natürlich angegriffen wird oder so, dann muss man sich natürlich wehren. Ja. Und da ist jetzt, sollte man das auch tun. Ja. Wobei ich auch sagen muss, für mich ist es keine Schande,
auch wenn es irgendwo Stress gibt und irgendwelche Action machen, die Bullen zu rufen. Wo wohnt meine Ex, Alter? Oder hat gewohnt? Oi. Dumme Fotze. Ist wohl nicht gut auseinandergegangen. Nö. Ne. Die wohnt jetzt woanders. Ist sie zu Wolfsburg gegangen? Ein paar Meter weiter auf dem Friedhof. Nee, Quatsch. Die ist jetzt, die wohnt jetzt, ist woanders hingezogen, aber ja, ist hier meine Ecke. Hier haben wir zum Beispiel zum kleinen Moritz, da haben wir mit Gian, haben wir damals unser, was haben wir hier gemacht? Unser erstes Meeting. Unser erstes Meeting hatten wir hier. In so einer seriösen Location. Na, das ist halt cool, weil wir wussten so, das ist so eine Kneipe, da war er schon öfter mal drin. Da haben wir so, was haben wir da gespielt? Billard? Nee, Dart. Dart haben wir gespielt. Interessierst du dich für Rap? Nee, für Rap nicht, aber für Musik, beziehungsweise mir ist die Kunst was wert. Und ich sage, mir geht's darum, wirklich mit meiner Musik, mir geht's nicht darum, nur, wie kann ich schnell Geld machen. Ja. Und das gibt's ja leider. Welcher Rapper ist total überbewertet? Da gibt's leider sehr viele. Derzeit auch sehr viele, ich hab's gestern schon angesprochen, aber ich werde Geld hier wahrscheinlich wieder als der Hasser. Derzeit wird der Female Rap extrem gepusht. Ja. Gibt gute Rapperinnen, definitiv. Gibt aber auch viel Schrott, der wird aber mit nach oben gezogen. Komm, sag mal eine gute. Ist jetzt keine Rapperin direkt, ist aber eine Urban-Künstlerin und arbeitet, hat ja mit Savage die Stimme, deine Mutter hat es immer gewusst. Ja. Nessie, zum Beispiel mega gut. Esther Graf. Ja. Esther ist aber, Esther liebe ich auch und so. Du hast ja auch Bum Bum mit ihr gemacht, ja, super Song. So, ich sag mal, klar, mit dem arbeitet Finch, ja, ich arbeite ja nicht umsonst mit denen zusammen, weil das halt coole sind und das sind Künstler, die können schreiben. Die ist wunderschön. Die Esther Graf, ja, ist wunderschön, aber ein bisschen zu jung für dich, mein Kleiner. So, hör mal zu, wie alt bist du? 32, bald, ich sag schon, ich bin mal in 32. Älter als du. Jetzt sieht man doch. Nein, gar nur, nicht. Du hast ey, guck nur doch den, mal an. Dickerchen, guck doch mal, du hast einfach nur Bart ab. Ey, sei mal ehrlich. Du siehst aus wie 50, Alter. Bist du erstmal, könntest du Rentner werden? Könntest du jetzt aufhören vom Geld? Und jetzt könnt ihr aufhören vom Geld? Ich habe ja in gute Sachen investiert. Wo drin denn? Nein, wollen wir nicht drüber reden. Hast du Wohnung? Nee. Bitcoins? Ja, ja, wie ist. Ich könnte aufhören wahrscheinlich, vielleicht, vielleicht auch nicht, weil gerade wo es ja abging, so live-technisch hat ja dann kam Corona. Ich würde aber auf jeden Fall nie aufhören. Und das war. Also das klingt immer blöd. Ja, ihnen ist Geld nicht wert. Klar, Geld ist nicht unwichtig, brauchen wir nicht drüber reden. Aber mich, also. Dicker, mich flexet nicht. Mich flexet auch nicht, ob wie viel Geld ihr alle habt. Das ist mir egal. Wie viel Weiber hast du gefickt? Darauf kommt es an, Alter. Als Typ, ist der Macho-mäßig so. Ja, passt, Timo. So, was passiert denn jetzt? Wir sind jetzt beim Radiosender. Ja. Und was machen die jetzt mit dir? Ich bin Atze schon von denen. Die kennen uns schon, also die kennen mich auch schon. Erstmal jeden ich höre nur absolut hot, aber okay, erzähl weiter. Absolut, wir machen erstmal Corona-Test und dann gehen wir da hin und dann machen wir so ein bisschen so quatschen einfach. Was sind die nervigsten Fragen, die man stellen kann? Die stellen keine nervigen Fragen. Der eine kommt aus Adlershof oder so, der ist ganz entspannt. Ja, sorry, wusste ich nicht, dass es so, wer aus Adlershof kommt, stellt gute Fragen. So. Wollen die dich nur wegen der Reichweite? Ja, pass auf. Nein, das will ich denen nicht vorwerfen, aber... Die spielen mich jetzt und sonst, also selten. So. Und solange ich nicht wie Materia da neben Lea und Mark Forster stattfinde, alles gut, wa? Würdest du mit Mark Forster einen Song machen? Und Mark Forster würde ich nichts machen, außer ein Gangbang, ohne dass er mitmacht. Ich will mal ganz kurz, ich finde ja so eine Leute ganz schlimm. Warum hast du denn hier bei deiner Bauchtasche so einen Rattenschwanz? Kann man die nicht so, guck mal so, dann sieht das nicht mehr so doof aus. Als wenn du so ein Schwänzchen hast, weißt du? Ja, vielleicht habe ich ja ein schönes Schwänzchen. Ja. Das stimmt. Finch hat mir auch schon mal angeboten, mir einen zu blasen. Habe ich wirklich? Ja, weil du meine Wrestling-Sammlung haben wolltest. Ach ja, 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 natürlich will ich dir einen Blasen dafür. Du hast ja wirklich eine Lehre gemacht. Du hast eine Ausbildung. Mit? Was? Mit was hast du bestanden? Warst du, oh, gerade so? Ich habe nach der Ausbildung nur 6 Jahre gearbeitet und dennoch mein Techniker hinterher geschoben. Also das heißt, du könntest jetzt hier, wenn ich die Wand aufmache, kannst du hier die Steckdose abklemmen. Eine Steckdose abklemmen kann ein Affe. Ein Herd kannst du kann jeder nicht. Idiot abklemmen. Nee, das ist nicht schwer. Wenn ich jetzt ein Haus bauen würde oder so, würde ich da schon relativ viel mitmachen. Wenn man denn den Rüpelrapper sieht, denkt man so. Aber das wissen ja die Leute. Die Leute, die mich eine Weile verfolgen, wissen ja, dass das Finch ja von. Deswegen habe ich ja damals bei Rap am Mittwoch war ja immer so, Finch macht auf Bauarbeiter, aber ist ein Student, Digga. Ich habe 6 Jahre gearbeitet. Auf Baustelle. 6 Uhr aufstehen und dann erstmal Kaffee und so. 6 Uhr aufstehen war weit vor 4.30 Uhr, weil ich muss dann noch zur Arbeit fahren. Und 9 Uhr Bockwurst zum Mittag. Nee, die gab's schon vorher. Bei mir gab's immer gleich zum Frühstück mal gleich Mettbrötchen und sowas. Würdest du Dschungelcamp machen? Na, auf gar keinen Fall. Promi-BB? Wenn's nicht mehr läuft, gehst du ins Dschungelcamp. Promi-BB? Promi Big Brother? Ich weiß, da warst du. Ich habe gewonnen gegen Michael Wendler und Claudia Effenberg. Aber würde ich auch nicht machen. Ich möchte in diese Welt gar nicht eintauchen, weißt du? Ich möchte in dieser
Z-Promi werden. Ich fühle mich nicht als A-Promi, aber ich möchte nicht in dieser Dicke. Ich habe mal diese ganzen neuen Leute da kennengelernt. Also ich möchte das nicht. Ich möchte nicht mal mit RTL und so stattfinden und so. Das will ich absolut nicht. Kann ja jeder gucken, was er will und machen, was er will. Aber auch Berlin Tag und Nacht und Köln 60. Ist auch schön. Die pumpen ja immer meine Musik manchmal da. Ist ja ganz schön. Aber ich finde es. Ich würde da nicht als Schauspieler mitspielen und so. Ich würde mich da auch nicht ein Schauspieler nennen. Ich würde da auch nicht Actor auf meinen Instagram-Buch schreiben, wenn ich bei Berlin Tag und Nacht mitspiele, Alter. Aber wie viel so von den tätowierten Schauspielerinnen folgst du? Digga, natürlich. Du, bei mir ist ja immer so, ich folge den Frauen, ich like auch vielleicht deren Bilder. Aber das heißt nicht. Ach, das klingt jetzt. Nee, kann ich nicht sagen. Doch, du kannst ja alles sagen. Ich feier sie jetzt nicht. Manche würde ich körperlich mit dem was machen. Aber das heißt nicht, dass ich sie übelst feier und ein Fan von ihnen bin, wisst ihr? Weil was also für zählt mich, ich kann Sex trennen mit. Was zählt denn? Was für was? Wie viele Frauen du gefickt hast? Es interessiert nur, wie viele Weiber du gefickt hast. Das andere ist ja. Der Pokédex muss voll sein, Dickerchen. Du musst die Weibers machen, links, rechts, hieß das. Playboy 51, Legende, Alter. Ist so, Playboy 51 ist eine Legende. Ja, guck mal, alle sagen Rüpel-Rapper, das ist der Liebste überhaupt. Auf der Straße fragt man nach einem Fuffi, der holt den raus und gibt den euch. Bist du zufrieden? Jo, entspannt. Meinst du, hast die Fanherzen erobert? Ja, ist immer so, ja. Ich weiß immer nicht, wie viele Leute, ich sehe immer nicht, wie viele gucken jetzt dazu, wie viele. Aber ich denke mir eh schon, die Leute in Deutschland, ich bin immer der Meinung so, wer kommt denn jetzt noch neu dazu? Weißt du, wie ich meine? Mittlerweile irgendwie hat, also nicht, dass ich der Weltbekannteste bin oder hier der Bekannteste, nee, ich bin ja auch aber irgendwie, genau, aber irgendwie hat doch jeder schon mal irgendwie irgendwo von mir gehört, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob, wird er durch die Radiosendung sagen, boah, der Finch ist cool, jetzt höre ich den. Also wird jemand wirklich den Sender gehört haben und sagen, jetzt folge ich dem und bin vielleicht Fan? Vielleicht sagt ja, er, glaubst du? Also ich glaube, kann mir das immer nicht vorstellen. Hast 190, du auch 100. Das Problem, dass dir alles zu kurz ist? Ja, natürlich. Und immer, wenn du Arme hoch machst, sieht man das Sixpack. Das sieht man nicht. Nee. Aber Digga, das ist doch nicht schlimm. Wo könnte ich mein Logo hinmachen? Weißt du, warum ich einen Hirsch auf meinem Körper habe? Weil du mal mit Trabi einen Tod gefahren hast? Nö, weil ich ein Geweih habe wie ein Hirsch. Hier am Hals, hey Aaron, sag mal einen Preis. Soll ich dir mal eine ganz witzige Story erzählen? Mhm. Hier vorne am Adenauerplatz ist die Lottohauptzentrale. Ja? Und früher konntest du noch bis 25.000 bei Lotto hingehen, anonym, und dann hast du einfach einen Check gekriegt und konntest den einlösen. Oder ich hätte ihn auch dir schenken können. Aber dann standen immer irgendwann zwielichte Personen davor und irgendwann gab es keine Checks mehr, weil die Leute immer abgezogen wurden. Ja. Bist du Joe Clever? Ja, hast Prinz du die Joe. Milch erfunden? Das Prinz Joe und hat auch früher gewerbt. Ich kann dir mal einen Song von ihm zeigen. Wirklich? Ich bin dein Manager. So, weil wir natürlich bei Mediamarkt keine Drehgenehmigung haben, gehen wir jetzt einfach mit Handy kurz rein. Vielleicht wird das ein bisschen besser. Finch hat seine Kippen verloren. Er hat einfach Haribos in der Bauchtasche. Warum? Wie ist es denn, das jetzt eigentlich wirklich für dich, in so einen Laden zu gehen, deine eigene CD zu sehen und vielleicht zu kaufen? Hast du gerade Angst gehabt? Hast du weggezogen? Also ich dachte, du hast mir so auf dem Tümmel. Ja, ist halt so schon cool. Ist schon was Schönes. Wie sind deine Eltern zu deinem Beruf? Sagen die geil oder sagen die, oh, was machst du denn da? Mach mal klassisch. Na, meine Mutter ist meine Backup-Rapperin. War ein Scherz. Nee, ist schon, die finden sie gut. Irgendwo hinlegen, wo sie keiner findet. Wir haben sie. Ja. Die eine? Die eine einzige CD, die es in Deutschland gibt. Komm, also ich bezahle dir, aber ist doch schön. Ja, ist schön. Aber guck mal. Warten. Plauze. Ja. Wie ist es denn, wenn kein Corona ist? Gibt es denn so ein Album-Release mit direktem Konzert, ja, wo du es rausschießt? Da gibt es erstmal, also hätten wir eine Party gehabt, eine Konzertparty. Also wir hätten so wahrscheinlich live irgendwo gespielt, so vor ein paar ausgewählten Leuten. Also wirklich eine kleine Club-Location. Also von uns. Ja, genau, so Release-Party. Und am nächsten Tag hätte es, also das hatten wir letztes Jahr, also nicht letztes Jahr, 2020 zum Album, hatten wir so einen Pop-Up-Store. Da kannst du sozusagen in den Laden dann kommen und an diesem Tag, da kannst du dir alles kaufen. Dann kannst du die Box kaufen, kannst du die CD kaufen. Also sonst richtig fett. Wie ist denn, wenn du auf Tour bist? Ist Action oder ist dann so, oh, jetzt Konzert, jetzt spiele ich FIFA kurz davor, dann Konzert, dann spiele ich danach wieder FIFA? Oder ist jedes Konzert? Also für den letzten Konzerten, Bräuler kann ja mal sagen, jeder jeden Tag eine Flasche Schnaps. Aber tanzt sich ja schnell aus. Wir trinken schon ordentlich, aber wir sind nicht jeden Tag sturzbesoffen. Wir sind halt Profis. Wir können saufen und trotzdem eine Arbeit machen. Also wir können trinken, gemütlich eintrinken, uns in annaschen und trotzdem
keinen Absturz oder keine Ausfälle. Springst du ins Publikum von der Bühne? Nee, das ist mir viel zu fertig. Die Gag wie 100 Kilo. Nee, deswegen, aber du machst Moshpit, oder? Ja, Moshpit. Ich weise die oben von oben an, ja. Aber ins Publikum bringt mir auch nichts, wenn ich rinrenne und dann reißen die mir meinen Sound von der Tasche. Oder irgendwas, so, das kann man machen. Bei anderen Sachen kann man es vielleicht mal machen oder so. Aber mir ist auch mal, guck mal, gesundheitstechnisch mit meiner Schulter und so, da gab es ja schon ein paar Ausfälle. Ist mir dann ein Risiko zu hoch. Ja, schon ein paar Operationen gehabt und so. Also wie, ausgekugelt beim Knossi-Videodreh damals. Das letzte Mal habe ich mir ausgekugelt bei Alge drehen mit Knossi. Ach wirklich? Da springe ich doch und dann kugel ich mir die Schulter aus. Eben kein junger, kein Ips eh mehr, sondern alter Dezu. Ich habe ja schon was mit meinem Körper ein bisschen gemacht im Gegensatz zu dir. Du, ich auch. Vor der Arbeit muss ich Finch noch stärken. Deswegen gibt es jetzt Happa Happa für alle? Ja, cool, also warte nicht. Ja, fang ruhig schon an. Der Bär! Dankeschön! Wann hast du das letzte Mal komplett versagt? Hast du von dir enttäuscht was, also dass du gesagt hast, Mensch, Finch, das kannst du besser? Bei mir war es im Zug, als eine Alte super laut hinter mir war. Und dann bin ich so nett hin. Meinte, ey, die telefonieren ganz schön, wir wollen hier. Geht, die hat so Meetings gemacht, dann hat die mich angeschrieben. Ich kann meine Arbeit nicht machen. Gehen Sie weg, Sie belästigen mich. Und da habe ich mich geärgert. Eigentlich hätte ich Ihren Laptop nehmen müssen und wegschmeißen. Habe ich mir aber nicht getraut. Ich habe mich hingesetzt und meine Fresse gehalten. Ja, es gab, aber es ist schwierig. Also gab es manchmal so Performance, wo ich ein bisschen schlechter war, weiß ich nicht. Vereinzelt vielleicht irgendwo auf manchen Konzerten. Da dachte ich mir manchmal, das konntest du besser, da hättest du noch besser gekonnt oder so. Oder in Battles damals und so, aber ansonsten. Song vergessen? Ne? Ja, Texthänger hatte ich bei dem Ehen-Battle mit JW zum Beispiel, hatte ich gut viele Texthänger und so. Da halt, aber war schon die Zeit, wo ich mich halt mehr auf Musik konzentriert habe als auf Battles. Deswegen okay. Sozusagen darauf, wo ich mich konzentriert habe, ist ja auch das, was mich dann erfolgreich gemacht hat. Ist, ne? Wir essen jetzt romantisch auf, weil Finch kriegt auch gar nicht mit, dass ich so da sitze und keinen Platz habe. So breit bist du doch nicht. Ich bin 1,98 Meter. Eine 13 Fragen bei Günther auch beantwortet. Wollen wir mal Körper vergleichen? Oder? Gleich gibt es Kioskkonzert. Und dann kommt der Junge heraus und singt immer einen kleinen Song für die Leute. Aber auf ganz spontan und auf ganz überraschungsmäßig so. Also eigentlich ganz geil, oder? Ich bin gespannt. Also bei Calvin Jones hat es super geklappt. Ja, den nimmt doch nicht mal als Maßstab. Das ist ein richtiger Musiker mit Gitarre und so ein Zeug. Ich gehe da nur hin, hampel ein bisschen rum. Wenn einer so macht, freue ich mich schon. So, wir sind jetzt am Kiosk. Alles ist vorbereitet, du versteckst dich hinten. Wir haben gelogen, ja, Finch lügt auch mal, der hat gesagt, hier verschenken wir 5 seiner Boxen. Stimmt nicht, es gibt was Besseres. Es gibt einen Auftritt von dir. Die müssen die bezahlen. Es gibt einen Auftritt von dir, du kommst raus, singst einen Song, dann können sie noch ein Foto machen und dann sollen sie auch wieder abhauen. Ja, dann sollen sie sich auf jeden Fall verpissen. Ja, ich habe alles für die Rapper, was die Backstage dann brauchen. Hallo. Du meinst die? Ja, genau. Das ist leider, also wir haben die CDs nicht mehr da, wir haben jetzt nur noch diese 2 Musterboxen. Ach so, das ist, verkauft ihr nicht? Ne, das ist, die eine ist meine und die leider auch nicht, also. Weil waren schon alle da, aber wenn du mir 1 Euro gibst, könnte ich dir vielleicht ein Finch-Konzert machen. Finch-Konzert? Das CD abspielen, oder? Gib mir 1 Euro und dann wirst du sehen. Na gut. Und hier ist er für dich, Finch. Willkommen auf dem besten Live-Konzert. Danke an alle Leute, die gekommen sind. Da, 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 da. 1, 2, 3, 4, Luft. Und sie geht ab, man sieht's. Finch, du! Gib mir das Mikrofon, yeah! Finch aus dem Fangoron und ein Tree-Hexer sind ein Patronus gegen böse Seelenfresser. Krähenfüße, Spinnenbein, Zahn vom Alligator, Hokus Pokus, Finchibus, dreimal schwarzer Hardcore. Hey! Aus der Bar. Mein Körper ist am Zittern, hab ein Kribbeln im Bauch und mein Pulsschlag explodiert. Find keine Wörter und ich frag mich, spürst du es auch oder wirkt es nicht bei dir? Oh yeah, das war's schon. Ganz kurz, dankeschön. So, du bist für den Release-Tag mit Corona durch und jetzt gehst wegen Corona nach Hause Mittagsschlaf machen. Leider ja, danke Lauterbach. Nee, aber ich geh nach Hause, ich bin noch müde, ich will pennen. So. Danke, also, dass ich dabei sein durfte, mein Lieber. Es hat Spaß gemacht. Lasst den Video einen Daumen nach oben da, kommentiert, wie toll ihr Finch findet und wenn ihr sowas Schönes wollt, das gibt's bei Amazon. Link ist in der Videobeschreibung, bestellt euch das Ding, weil wenn ihr so macht, das finde ich wirklich Hammer, dann hört er den Ganoven auch. Ach komm, und eine haben wir noch, ey. Können wir die behalten? Dann verlosen wir die eine.
Wie war los, Mandy? Wie hässlich findet ihr Aaron? Das ist die Frage. Nein. Finch hat ein schönes Bild von uns gepostet auf Instagram. Kommentiert mal, ich suche den Mann raus und dann kriegt er das Ding. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Wie schon angesprochen, die Krankheit wird immer schlimmer. Man hofft halt, dass die Medizin besser wird und auch schneller. Und das ist ja eigentlich auch so heute mein Plan, weil wir sind ja unterwegs zur Stiftung. Und